Mein Lands an Kocher, Jagst und Taube, bin ein Hohenloher Bauer, schäm mich nicht um fremde Herren, ziehe keine fremden Kerren. Herzlich willkommen bei Boden und Leben, dem Podcast rund um 20 Zentimeter, die die Welt ernähren. Mein Name ist Michael Reber und ich freue mich auf die heutige Folge mit dir. Mein Lands an Kocher, Jagst und Taube, bin ein Hohenloher Bauer, schäm mich nicht um fremde Herren, ziehe keine fremden Kerren. Mein Lands an Kocher, Jagst und Taube, bin ein Hohenloher Bauer, schäm mich nicht um fremde Herren, ziehe keine fremden Kerren. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Podcast Boden und Leben. Heute geht's aus zweimal Brandenburg ins österreichische Exil nach Tirol zu Alois Wohlfahrt. Herzlich willkommen, Alois. Hallo. Ja, hallo miteinander. Ja, ich stelle dich vielleicht kurz vor, wie ich dich kenne und wie, ja, was, ja, ich weiß gar nicht, wann wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Das waren so die ersten sogenannten Agrarblogger-Treffen oder ja, die Anfänge von Social Media in der Landwirtschaft. Ja, genau. Ja, war dann irgendwann einmal auch bei dir, habe mir das angeschaut, was du da machst. Wer Alois vielleicht nicht persönlich kennt, du hast die Marke und den Kanal Bauer Willi mit aufgebaut, warst da die Technik im Hintergrund, aber ja, eigentlich bist du Landwirt, Bauer und ja, mein Ziel wäre heute, wenn wir uns ein bisschen über das Thema, über das wir uns ab und zu mal austauschen, das Thema Bäuerlichkeit und bäuerliche Kultur, wenn wir uns darüber austauschen, aber jetzt möchte ich gar nicht zu weit vorgreifen. Ich denke, Alois, du stellst dich am besten einfach kurz selber vor und warum du heute in Tirol hockst und nicht mehr im Allgäu. Ja, ich tue bloß da hocken, sondern das ist genau mein Lebensmittelpunkt in der Zwischenzeit geworden. Ja, gut, also ich sage den Namen nochmal, Alois Wohlfahrt. Ich bin 61 Jahre und ich bin seit 3 Jahren bereits Altbauer. Ich habe also 30 Jahre lang die Geschicke von meinem Hof gelenkt und habe dann mit 58, sie kriegt noch kein Altersruhegeld, habe ich aber den Weg freigemacht für meinen Sohn Stefan, der wollte unbedingt den Hof übernehmen. Durch, ja, da kommen wir nachher noch drauf, durch viele Tätigkeiten, die ich gemacht habe, habe ich mir einen Altersruhejob gesucht. Ich bin jetzt der IT-Leiter vom Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Also manchmal ist was komplett was anderes, aber IT und Landwirtschaft, also das war für mich immer schon eine Säule. Und es ist einfach so, mein Hof ist eigentlich jetzt kein großer Hof, aber es ist so, alle meine Kinder wollten den Hof haben. Ich habe immer gesagt, da muss ich wohl etwas grundsätzlich falsch gemacht haben, wenn ich sie wie andere eigentlich keine Hofnachfolger mehr haben. Und ja, so bin ich jetzt eigentlich in meinen Altersruhesitz da gekommen und bin eigentlich Leib und Seele immer noch Bauer und habe vieles eigentlich anders gemacht. Ja, mein Umfeld hat dann damals immer gesagt, wenn ich so das gemacht habe, ich bin ja spinniger Sieg, also ich hoffe, dass das verstanden wird. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz richtig war, weil mein Hof ist heute, steht eigentlich super da, hat viele der Probleme, die die anderen Landwirte haben, nicht. Und ja, das hat sehr viel damit zu tun mit Bäuerlichkeit oder Bauernkultur. Ja, also die hat mich sehr, sehr geprägt. Ja. Das, ja, ich weiß gar nicht, wann dein Sohn die Käserei eröffnet hat. Da waren wir, meine Familie und ich, mal kurz bei euch. Da warst du, ja. Die eröffnet, das war vor 2 Jahren. Also super spannend, ja, wie man
was man alles machen kann. Ja? Und das ich glaube, das, was uns ein bisschen fehlt, dieses links und rechts schauen und gucken, was gibt es für Lösungen für meinen Betrieb. Und das war sehr spannend, was jetzt dein Sohn für einen Weg geht, ja? der ja auch wieder ein ganzes Stück anders ist als das was du gemacht hast. Ja? Es ist so, also mich hat das auch geprägt, also ich sag mal, mein Vater war, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, mein Vater war ein Vollgasbauer. Also er hat immer aufgebaut, das war ein typischer Bauer der 60er und 70er Jahre gewesen, wo man aufgebaut hat, und mein Vater hat, ich war also der einzige Sohn, wo ich dann endlich da war, dann hat er einen Aussiedlerhof gebaut, 1966, also ich sage mal, einen riesen Tempel, außerhalb vom Dorf, extra für mich. Und da war eigentlich der Weg vorgezeichnet, dass ich, vielleicht der größte Bauer im Dorf wäre. Habe auch damals den größten Traktor gehabt, also muss ich dazu sagen, zu dieser Zeit. Es war aber, und das war 1990, und da hatte ich Familie und ein Kind nach dem anderen kam, und es hat einfach irgendwie nicht gepasst. Und ich war damals habe sehr viele Ehrenämter gehabt, unter anderem war ich Bildungsbeauftragter des Bauernverbandes und habe über Leute wie Alois Glück, ich weiß nicht, ob das nur jemand was sagt, das ist ein CSU-Politiker gewesen, bin ich auf den Johann Millendorfer gestoßen. Der Johann Millendorfer war ein österreichischer Zukunftsforscher, und der hat sich sehr intensiv mit dem Thema Bäuerlichkeit auseinandergesetzt, also Bäuerlichkeit als Bauernkultur. Und da bin ich eigentlich eingestiegen, weil mich das fasziniert hat. Also mein Weg war vorgezeichnet, dass ich einen großen und noch größeren Milchviehbetrieb, also damals 1990 war das eigentlich klar, ich als Landwirtschaftsmeister, dass ich den Betrieb vom Vater natürlich wieder vergrößere. Die Schulden waren noch gar nicht alle weg, also klar, ich nehme neue Schulden auf und dann baue ich noch einen größeren Stall. Und das hat mich dann gesagt, kann das sein? Was ist da dran? Aber das hat eigentlich jeder von mir so erwartet. Und dann kam eben dieser Millendorfer. Und dieser Millendorfer, der hat was von Bäuerlichkeit gesagt, dass das nichts damit zu tun hat, wie viel Kühe das man hat oder wie viel Hektar das man da bewirtschaftet, sondern dass es einzig und allein auf den Menschen und auf die Kreativität des Menschen und Handlungsfähigkeit des Menschen ankommt. Also er hat das definiert, Bäuerlichkeit ist eine Geisteshaltung zur Selbstständigkeit. Das ist jetzt vielleicht sehr philosophisch, ich weiß nicht, ob da viele, ich habe das auch so erlebt, viele Bauern können mit so einer philosophischen Sicht der Dinge nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Michi, wo du zuerst mal mit dem zusammenkommen bist, wie hat das auf dich gewirkt? So wie du es gerade gesagt hast, ja, ich meine, ich war ja auch, oder ja, vielleicht bin ich es auch noch, ein sogenannter Vollgasbauer. Ich habe ja auch nach dem Studium hier einen Stall nach dem nächsten gebaut, habe dann die Biogasanlage gebaut, und mir war es auch ganz wichtig nach dem Studium, dass ich nicht Bauer bin, sondern landwirtschaftlicher Unternehmer. Ja, das ist mein erster Firmenstempel, steht drauf, landwirtschaftliches Unternehmen. Und ja, so ist man ja vom Studium her dann auch geprägt worden. Ja, wir sind Unternehmer, und da war man dann ganz stolz drauf. Ja, aber es hat Michel, und Unternehmer, Millendorfer hat auch das, der sagt ganz klar, dass der Bauer Unternehmer ist, aber er sagt auch ganz klar, es sagt niemand, dass ich nur agrarische Güter erzeugen darf oder muss als Bauer. Und das hat mich dann fasziniert. Also ich habe auch Vorträge gemacht und sowas, und das war der plakative Spruch, der Bauer und der Bauernhof kann wesentlich mehr als große Traktoren und Überschüsse. Und das ist der Einstieg, weil das hat ja keiner, selbst weil ich habe einen Milchviehbetrieb geerbt von meinem Vater, das heißt nicht, dass ich jetzt für die nächsten 100 Jahre dieser Betrieb Kühe melken muss, und vor allem in einen Markt rein, wo nichts mehr verdient ist. Das ist der Punkt.
Und Millendorfer hat aufgezeigt mit seinem Blick in die Zukunft wie auch zurück, dass Bauern eigentlich sich immer dem Markt angepasst haben. Ja. Immer. Das haben die seit dem Mittelalter, haben sich die Bauern immer dem angepasst, was machbar ist und was gefragt worden ist. Und jetzt auf einmal, das ist mir dann bewusst geworden, haben wir da oben irgendwie eine beamtete Führung da vorne dran, die uns mit Förderungen sagt, das ist die Zukunft. Ja, und ich bin ja auch katholisch erzogen und da beten wir eigentlich jeden Tag. Na, beten tun wir schon lange nicht mehr, aber das Kerngebet ist und führe uns nicht in Versuchung. Und das ist mir dann klar geworden, wir werden permanent in Versuchung geführt. Der Staat mit Förderungen, die Konzerne oder die BayWa oder wer auch immer mit, ja, eine der größten Versuchungen. Wir können ja ein bisschen lustig sein, ist es natürlich, große Traktoren zu fahren, oder, Michi? Weiß ich nicht, du das siehst. Aber da definiert man sich ja durch so etwas. Weißt du, ich glaube, siehst du das auch so? Also, wenn ich einen großen Traktor habe, bin ich ja ein gescheiter Bauer, oder? Das ist nach wie vor so, ja. Und wer mit alten Maschinen rumfährt, der, hat nicht, ja. der macht irgendwas falsch, ne? Aber das ist ein Selbstbildnis, das wir uns gegeben haben. Aber ich glaube, das, was ich jetzt bin, ist ein glücklicher Altbauer. Und ich habe gar keinen Traktor mehr. Ja. Und das ist ein Weg, den bin ich so froh, dass ich den gegangen bin. Also diesen großen Traktor, ich habe vorher gesagt, in den 70er Jahren habe ich den größten Traktor in der Gemeinde gehabt, den habe ich noch gehabt, bis ich übergeben habe. Also, und der hat vollkommen gereicht. Aber das, was es ausgemacht hat, ist, dass ich, und auch von der Familie her, darum haben ja alle Kinder, ja, Landwirtschaft ist total positiv. Also bei uns ist, durch das, was man so gemacht hat, haben wir auch sehr viel Anerkennung bekommen. Also nicht nur halt produzieren und auf irgendwas hoffen, und dann sagen, ja, ich muss immer arbeiten und ich kann das nicht und ich bin ein armer Bauer oder was weiß ich. Und diese Selbstsicht, die lernen wir, ja, Bauernblätter, Bauernverband, ich weiß nicht, wo wir es her haben. Und das ist mir eben damals klar geworden. Und mir ist auch klar geworden, dass die Bauern, hat Sato Millendorfer immer gesagt, sind immer modern. Und so bin ich dann zu den Computern gekommen. Weil das Modernste, was es damals gab, war Computer. Und dann bin ich auf die gnadenlose Idee gekommen, für das, ja, ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich, glaube ich, auch im eigenen Dorf als spinniger Hund dargestellt worden bin, weil ich habe in meinen Stall ein Telezentrum eingebaut. Habe eine Glasfaserleitung hinlegen lassen im südlichen Oberallgäu. Niemand hatte schnelles Internet in den 90er Jahren, aber ich auf dem Bauernhof hatte es. Und ich habe Technikfirmen in meinem Bauernhof angesiedelt und habe dann zum Schluss noch zwei Technikfirmen gehabt, Computerfirmen. Und letztendlich ist es das, mit dem ich heute das Geld verdiene als ITler. Wo habe ich das gelernt? Ich bin nie auf eine Computerschule gegangen. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Und das alles hat Millendorfer gesagt, der bäuerliche Mensch kann lernen. Mhm. Er lernt. Und das habe ich gemacht. Das ist ganz einfach. Du hast halt rechtzeitig gemacht, bevor du groß investiert hast, ne? Das, ja, ganz, ganz einfach war es auch nicht. Ich hätte nur damals, habe ich natürlich rechtzeitig, Michel, wie du das sagst, habe ich halt diese Investition, 1990 hätte ich, weiß Gott, wie viel 100.000 Mark, war ja noch Markzeiten, aufnehmen sollen. Der Betriebsentwicklungsplan ist schon gestanden vom Amt für Landwirtschaft und Schulterklopfen von allen Seiten. Und dann habe ich damals noch mit meiner Frau, dann sind wir zusammengesessen und haben gesagt, wollen wir jetzt das? Wollen wir jetzt dann irgendwann 100 oder 200 Kühe haben? Na, habe ich gesagt, ich will jede Kuh nur beim Namen kennen. So eine Landwirtschaft will ich haben. Aber ich will das nicht. Ich habe das gesehen, dass das kommt. Und wir wollen es nicht. Und wenn man dann so eine Entscheidung trifft, dann kann man aber, dann muss man ja auch sagen, ja, was machen wir dann? Das war dann das Spannende. Und das wusste ich tatsächlich jahrelang nicht. Das gebe ich ganz offen zu. Und dann bin ich sozusagen auf die Suche gegangen. Und das, was ich dann gemacht habe, ist marktorientiert halt. Ja?
Und deshalb bin ich 1996 als Jahrgang Nummer 1 beim Feneberg. Das ist also ein mittelgroßer Discounter hier im Süddeutschland. Der hat das erste Markenprogramm für Baby Beef, also Mutterkuhhaltung, aufgelegt. Und da bin ich einer der ersten 20 Bauern gewesen, die da eingestiegen sind. Umstellung auf Bio, Marktorientiertheit. Ich tue das, was der Markt braucht und nicht das, was der Berater vom Amt für Landwirtschaft oder der vom Bauernverband mir sagt, dass es gut ist. Das ist die Erkenntnis daraus. Und den Weg sind wir dann gegangen. Und heute, ob der Weg richtig war oder falsch, ich habe dann wieder Änderungen gemacht, weil das eine ging dann auch eben nicht mehr. Zum Beispiel beim Feneberg war das so, dass wir Braunviehkühe mal blond Aquiden hatten und ich bin im Allgäu, habe steile Albflächen und nach ein paar Jahren war das klar, dass wir mit diesem schweren Vieh auf unseren Albflächen nicht glücklich werden. Und dann bin ich nach ein paar Jahren halt dort auch wieder ausgestiegen und bin einen anderen Weg gegangen. Heute ist es so, dass es vorwiegend Jungvieh ist, und beziehungsweise der Stefan hat wieder die alte Allgäuer Braunviehrasse auf der Albfläche. Die ist leichter, geländegängiger, und da sieht man mal, dass man das Zeug, das hier über Jahrhunderte gewachsen ist, dass das eine Berechtigung hat. Und das macht der Stefan heute wieder. Der hat also keine Brown Swiss mit Hochleistungskühen, sondern der hat wieder Original Allgäuer Braunviehkühe und macht aus denen ein Original Allgäuer Bergkäse. Und der wird verkauft. Ja, also extrem spannend. Ja, und jetzt, ich glaube, das ist auch wieder so ein Baustein von dem, was wir einfach auch verloren haben unterwegs. Diese Rassen, die Standort angepasst waren, die an die Region angepasst waren, die aber auch an uns Bauern ein Stück weit angepasst waren in der Region. Ja, und das richtig. Muss man froh sein um jeden, der den Schritt zurück, das ist ja kein Schritt zurück. Ja, sondern nein, das ist kein Schritt zurück, sondern das ist das, dass man sich dieser Kultur, jetzt gehen wir doch mal in Richtung Kultur, weil der Millendorfer hat etwas gesagt, Bauernkultur. So, und da kann man sich eigentlich jetzt so gerade mal nichts vorstellen. Aber Millendorfer hat eben eine Definition der Bäuerlichkeit gebracht. Und zwar über eine Studie, die ich damals über den Bauernverband kennengelernt habe, war 1991 die Studie im Auftrag des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums. Also die habe ich noch. Der Bauernverband hat nie was draus gemacht. Die Studie nannte sich Quantifizierung der Umweltleistung der bäuerlichen Landwirtschaft in Bayern. Nochmal von vorne, Quantifizierung, das heißt, er sollte benennen, wie viel das die Nebenleistung bäuerlicher Landwirtschaft wert sind in D-Mark gegenüber den agrarischen Dienstleistungen wie Milch, Fleisch und sowas, was verkauft wird. Das Fazit dieser Studie war damals schon 1991, dass die Nebenleistungen bäuerlicher Landwirtschaft mehr wert waren als die Marktleistung dieser agrarischen Güter. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Damals schon. Und Millendorfer musste ja für diese Studie etwas Revolutionäres machen. Er musste Bäuerlichkeit feststellen. Michael, du kannst dich daran erinnern, dass ich glaube, immer schon die Politik bäuerliche Landwirtschaft fördert, oder? Zumindest sagen sie es, ja. Ja. Ja, zumindest sagen sie es, und ich sage dir auch, warum es immer schief geht. Weil das, was zu fördern ist, nie definiert worden ist. Sag mir eine Definition oder sag mir einen Politiker, der weiß, was bäuerliche Landwirtschaft ist. Und das habe ich schon eingangs gesagt, wir haben das früher, also vor 30 Jahren war das so, da hat man gesagt, ja, einer, der 20 Kühe hat oder 30 Kühe hat, das ist noch bäuerliche Landwirtschaft, der, wo 100 Kühe hat, das ist schon Agrarindustrie. Heute ist ja 200 und 500 Kühe bäuerliche Landwirtschaft und der mit 1000 Kühen ist Industrie. Also alles, oder? Was über dem Schnitt ist, ist Industrie und was darunter ist, ist bäuerlich. Und das hat gar nichts, Millendorfer hat gesagt, das hat gar nichts mit Bäuerlichkeit zu tun. Sondern Bäuerlichkeit ist dann gegeben, wenn eine bestimmte Geisteshaltung
in Selbstständigkeit da ist. Und er hat gesagt, der Bauer, jetzt komme ich auf den Kernsatz, der Bauer erschließt Natur. Der Bauer erschließt Natur Ressourcen, macht Ressourcen ertragsfähig, weil er für sich und seine Familie und seinen Hof Ertrag haben möchte. Er möchte davon leben. Und damit, jetzt kommt das Wort, kultiviert er Land, Boden und die Leute. Das ist die sogenannte Agriculture. Die Römer hatten das auch schon so benannt. Die Agricultura, Cato der Ältere. Kannst bloß jedem empfehlen, das kleine Büchlein mal zu lesen. 146 oder 156 vor Christus geschrieben. De Agricultura. Für die Römer gab es nichts Ehrenvolleres, als von einem solchen Landgut als Bauer zu leben. Es hat sehr viel mit Kultur zu tun. Und diese Kultur, die wir, also die Bauern, über Jahrhunderte geschaffen haben, hat die ganzen Landstriche, wie auch die ganzen, was weiß ich, Staaten oder wie auch immer, geprägt. Und solange wir zu dieser Kultur stehen, jetzt mache ich noch weiter, er kultiviert das Land, der Bauer, und diese Ertragsfähigkeit, jetzt kommt wieder etwas ganz, ganz Modernes dazu, diese Ertragsfähigkeit will der Bauer unbedingt erhalten und für die nächste Generation weitergeben. Jetzt sind wir, Michel, ist Nachhaltigkeit modern? Ja, natürlich ist es modern. Ja. Es ist sehr modern. Und die Bauern hatten das alles in ihrer Kultur drin. Und was hat man aus den Bauern mit Förderung und noch größeren Maschinen und allem gemacht, so dass man übers Ziel hinausgeschossen ist? Ich meine, dein Thema ist ja regenerative Landwirtschaft. Das hat ja genau mit dem zu tun. Und du weißt wahrscheinlich viel besser wie ich sogar, wie man den Boden und wie man das Nutztier und alles, was wir bewirtschaften, eigentlich überzüchtet und dabei kaputt macht. Ja, aber es ist ja nur... Ist halt. Und das haben wir nicht gemacht, weil wir so böse sind, sondern weil wir verleitet worden sind und durch Förderung. Ja. Also, ich glaube, jeder... Ich habe so viele Menschen, so viele Bauern jetzt erlebt, sobald man sich wieder an diese Bäuerlichkeit, an seine eigene Kultur, an sein eigenes Wesen erinnert, richtet sich alles wieder aus und auf einmal ist man ein ganz anderer Mensch, sieht einen Haufen Möglichkeiten links, rechts, um sich herum und hat Kraft, alles Mögliche umzusetzen. Und das hat mich damals so fasziniert, dass dieser Millendorfer das beschrieben hat. Ja, diese, was macht Bäuerlichkeit aus? Und in der Studie, das muss ich auch noch zum Besten geben, da hat er zum Beispiel Korrelationen hergestellt. Wo ist denn das, wo profitieren denn die anderen Menschen der Gesellschaft von bäuerlicher Landwirtschaft? Hohe Bäuerlichkeit ist gleich weniger Kriminalität, ist gleich mehr häusliche Pflege, damals gab es die Pflegeversicherungen noch nicht, ist viel Vereinsleben. Ich glaube, Michel, das kannst du auch bestätigen. Da, wo viele Bauern sind, nimm mal einen Karnevalsverein, welche Fahrzeuge ziehen denn die Faschingsweihe? Genau. Und noch etwas hat er gesagt, bäuerlich geprägte Bevölkerung hat automatisch praktisch qualifizierten Nachwuchs für Industrie und Handwerk. Und denk heute mal daran, wie die Handwerker und die Industrie nach qualifizierten Nachwuchs lechzen. Ja, das lief vor allem solange Landwirtschaft viele Arbeitskräfte freigesetzt hat, lief das wunderbar. Und jetzt, jetzt hat man so rationalisiert, dass da nichts mehr kommt. Und Millendorfer damals in den 90er Jahren des vergangenen Jahrtausends ist ja der Ostblock zusammengebrochen. Und auch dazu hat der Millendorfer Studien gemacht, beziehungsweise gibt es Schriften von ihm. Und er hat damals gesagt, das westliche, das kapitalistische System ist deshalb dem Ostblock überlegen, weil der Ostblock mit seiner Zwangskollektivierung, also Kolchosen, die bäuerliche Selbstständigkeit der Bevölkerung bewusst kaputt gemacht hat. So. Und jetzt stelle ich die
provokante Frage, wo stehen wir heute? Am selben Punkt. Nur das erhalten, dass nicht Sozialismus davor Punkt. Steht, sondern eine Pseudo-Rettung der bäuerlichen Landwirtschaft. Sondern, ja, und auch, nehmen wir mal, also wenn ich jetzt die Augen aufmache, was alles bei Corona jetzt passiert ist, dort hat ja der Staat jetzt dann immer noch mehr eingegriffen. Was fördert der Staat heute schon alles? Er fördert vor allem Unselbstständigkeit. Ich weiß nicht, ob mir da recht gibst, aber so sehe ich das. Und diese Förderung hat als großes Ziel, meiner Meinung nach, Machterhalt, Machtgewinn und Machterhalt. Weil ich mit Menschen, die unselbstständig sind, viel mehr machen kann, als wie, ich sag mal, bockige Bauern. Und wir sind ja brave Bauern. Sobald man ein braver Bauer ist, nimmt man den Zuschuss, kauft einen größeren Traktor, verschuldet sich, ja, und so weiter und so fort. Das sind die Themen, die in der Bäuerlichkeit stecken. Ja, und ich glaube, das ist bei uns hier vielleicht noch einmal ein bisschen ausgeprägt. Du hast vorhin gesagt, mit dem Begriff Agrikultur, ja, im Englischen heißt Agriculture, im Französischen Agriculture, Agricultura, Italienisch, ja, und nur bei uns heißt Landwirtschaft. Ja, da heißt es moderne Landwirtschaft. Und jetzt? Das ist ja etwas, Bauern sind immer modern, aber unter moderner Landwirtschaft versteht man heute ja eigentlich von Chemie bis irgendwas. Es ist schade, ja, man sieht es auch in der Kulturlandschaft, ja, dass das so nicht mehr stattfindet. Ja. Jeder ist zum Beispiel froh um jeden Baum, der kaputt geht, also nimmer drumherum mehr muss. Und da ist gar kein Bewusstsein mehr da, dass das einfach dazugehört und dass nicht alles im ersten Schritt 100% betriebswirtschaftlich sinnvoll sein muss, um so einen Baum rummähen. Aber es hat einfach einen ganz anderen Wert, wie du vorhin, ja, wie er das auch festgestellt hat, ja, diese Leistungen der Landwirtschaft für die Gesellschaft, die halt nicht monetarisiert sind. Ja? Und das Spannende ist, dass der nächste Podcast genau um dieses Thema auch geht. Nochmal. Ja, aber schau, das, was nicht monetarisiert wird, also vielleicht für die Zuhörer, ich betreibe auch, ja, ich war früher ein ganz aktiver Blogger, in der Zwischenzeit, ich habe ganz wenig Zeit, aber eine Seite habe ich noch, das ist die www.bergbauern.de. Und da habe ich doch einige solche Artikel um die Bäuerlichkeit da geschrieben. Und das gibt es zum Beispiel, da so Artikel, wo ich da mal beschrieben habe, den Marktwert der Bäuerlichkeit erkennen. Und das ist völlig praktisch, das, was ich vorher gesagt habe, diese Tagespflege für Senioren, die jetzt auf meinem Hof, das ist ja nicht mehr mein Hof, er gehört ja am Stefan, aber das ist immer nur meine Heimat, das ist ein typisches Produkt der Bäuerlichkeit. Nennt man heute ganz modern soziale Landwirtschaft. Da kommen pflegebedürftige Leute auf den Bauernhof und die fühlen sich da sauwohl. Wie gesagt, ich war auch schon auf so Tagungen, da wird der soziale Landwirtschaft oft immer dargestellt, dass das sozusagen ein Ventil ist, wenn man die Landwirtschaft aufgeben möchte. Ich sage, haltet die Landwirtschaft. Man braucht keine Angst haben. Es ist ein Vollproduktionsbetrieb da. Da stinkt es, da scheppert es, da staubt es. Da ist es dreckig auf der Straße. Alles, was es halt bei der Landwirtschaft so gibt. Und die Leute sind happy dabei. Ja. Also diese Anerkennung, die man da bekommt, das ist mir damals, wo ich diese Tagespflege dann da gebaut habe, das ist mir sehr, sehr bewusst geworden. Und mein Sohn Stefan setzt das natürlich heute ein, weil da kommen zum Beispiel auch kommt Pflegepersonal, da kommen Gäste, da kommen Besucher und er hat nebendran seinen Hofladen und seine Käserei. Und jetzt kann sich jeder zwei an zwei zusammenzählen, was da passiert. Nee, und das befruchtet sich auch gegenseitig. Also das ist das, was man ja auch so mal gesehen hat. Landwirtschaft zieht sich aus den Dörfern zurück, geht raus in die Anonymität. Das ist nicht gut. Wir sollten eigentlich unsere Viecher nach wie vor durch die Dörfer treiben. Ja, heute. Die Straßen verscheißen. Aus dem Stall raus. Ja,
Aber das ist ja das, was ich das auch sehe. Wir haben ja auch den Betrieb ausgesiedelt aus dem Dorf. Ja, du verschwindest da in der Anonymität und du bist dann auch nicht mehr so direkt Teil des Dorflebens. Ja, du bist einfach, dein Alltag ist außerhalb. Und ja, das ist alles schön und gut, dass man hier draußen ist. Ja, man kann angenehm wohnen, aber damit geht einfach ein Stück vom Dorfleben auch irgendwann kaputt. Ja. Und so ist es heute hier bei uns im Dorf auch. Wir sind ein Dorf mit 4 Vollerwerbsbetrieben, ja, die sind aber alle am Rand oder außerhalb. Und die Dörfer drumherum gibt es keine Landwirte mehr, keine aktiven. Ja. Und da sind die Höfe auch, ja, da passiert nichts mehr. Das sind reine Schlafstätten oder Schlafsiedlungen. Ja. Hier passiert noch ein bisschen was, aber das Dorfleben hängt heute nicht mehr an den Landwirten, die noch da sind. Ja, das schon. Und darum ist es eigentlich um jeden, wirklich auch um den jeden kleinen Landwirt, der aufhört. Aber man sieht ja, man hat ja hier in ganz Europa die Strategie gefahren, wachsen und weichen oder weichen. Ja. Und damit ist die Landwirtschaft eigentlich ja an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden. Oder sagen wir mal, die Landwirtschaft nicht von den Umsatzzahlen, sondern immer noch gewaltig, was da Umsätze gemacht werden. Aber die bäuerliche Bevölkerung ist zur Minderheit geworden. Und das ist das, was so schlimm ist im Prinzip. Oder wie siehst du das? Ja, mit allen Problemen, halt, die wir heute haben, ja, mit der mangelnden Akzeptanz der Art und Weise, wie wir wirtschaften, das hängt sicher noch mit anderen Gründen zusammen. Aber ja, ich sage immer, wenn du der Letzte im Dorf bist, da kannst du dich nicht drüber freuen, dass du länger durchgehalten hast wie die anderen. Aber wenn du der Letzte bist, geht es dir nicht besser. Ja, weil du hast keine Mitstreiter mehr, die dich unterstützen oder wo man sich gegenseitig auch mal unterstützen kann, wenn es irgendwo Probleme gibt. Wenn du der Letzte bist, hast du eigentlich nur noch Probleme. So, was ich so sehe. Ja. Und das, ja. Um jeden Betrieb, der aufhört, ist es schade, weil es... Ja, um auf den Begriff Kultur zurückzuführen. Es geht ein Stück Kultur verloren. Michi, du hast jetzt gerade etwas gesagt, was mich schon wieder elektrisiert hat, nämlich um jeden Betrieb. Ich gehe einen Schritt weiter und sage um jeden Bauer, ja, weil das ist der Mensch. Und es gibt ja immer das, also da sind wir uns, glaube ich, auch einig, es geht immer um den Menschen, wird ja auch jeder Politiker sagen, es geht um die Menschen. Ja? Und das ist auch richtig so. Das, was die Sache dreht oder ausmacht, sind die Menschen dahinter. Und solange wir bäuerliche Menschen haben, und wenn jetzt ich zum Beispiel bin vom Allgäu nach Tirol sozusagen umgesiedelt, und hier ist also so mal die Verwurzelung, diese Verwurzelung in den Dörfern, wirklich noch anders, als wie jetzt ist Allgäu sowieso auch noch recht gut gegenüber vielleicht deiner Region, ich kenne jetzt deine Region nicht. Ja, aber hier ist es auch noch, wie zum Beispiel so Kleinigkeiten, dass halt hier mitten im Dorf, wo ich jetzt auch bin, da gibt es auch noch mal viele Bauern in dem Sinne, aber es gibt noch sehr viele, die Hühner haben. Die selber Hühner haben. Das ist noch irgendwie hier, ja, normal anerkannt. Und in dem Moment, wenn jetzt zum Beispiel so ein, wir Bauern reden ja immer davor, dass die anderen uns nicht mehr verstehen, aber wenn einer selber noch den Bezug da dazu hat und zum Beispiel sowas noch hat, seine eigenen Eier hat oder wie auch immer, dann sieht er das, was der Bauer tut, auch schon ganz, ganz anders. Ja? Aber ich meine, nochmal, wir haben ja jetzt das Thema Bäuerlichkeit und ich habe auch vorher gesagt, die meisten Bauern, ich hoffe, dass ich jetzt da nicht zu verallgemeinere, aber so ist halt auch meine Einschätzung. Die meisten können mit diesem Begriff der Bäuerlichkeit oder mit der philosophischen Sicht, wie sie zum Beispiel auch ein Millendörfer da hatte, nicht gleich so viel anfangen, weil sie sagen, ja, was bringt mir das? Kann ich da davon leben? Ja, aber... Das ist dann das Schwierige. Was muss ich denn tun, um da zum Beispiel... eine Kehrtwendung zu machen
was heißt Kehrtwendung? Manche von den jetzigen modernen Bauern, sind wir uns doch auch einig, die sitzen ganz schön in der Scheiße drin. Wenn du hohe Schulden hast, wenn du gebunden bist mit Krediten, die wo noch 20 oder 30 Jahre, wo du nichts verändern kannst oder so, dann bist du doch gebunden. Man kann einen anderen Begriff sagen, der Sklave auf dem eigenen Betrieb. Kann ich ja von meinem Betrieb selber sagen. Es ist so, ja. Wenn du dies und dann abhängig von deiner Politik, ja, deshalb demonstrieren die Bauern ja immer. Ja. Also ich habe zum Beispiel, ich kann den bloß empfehlen, ich habe den heute seit langem wieder mal gelesen, ich habe auf meinem Blog einen Artikel, befreie dich als Bauer oder 10 Punkte zur Bauernbefreiung. Mhm. Und da sind 10 Punkte, die darf ich vielleicht jetzt einmal sagen, wir müssen da jetzt nicht, das würde viel zu weit führen, da einzusteigen, aber befreie dich als Bauer von erstens Politikgläubigkeit, zweitens Verschuldung, drittens Technikzwang, viertens Produktionsleistungsumsatzzwang, Beratungsbevormundung, Abliefermentalität, desaströse Glaubenssätze, Schuldzuweisungen. Verabschiede dich von der landwirtschaftlichen Blase, da müssen wir unbedingt noch weitermachen, Michael, das ist wichtig. Und die Sozialkontrolle. Ja. Das sind 10 Punkte. Ja. An denen Punkte sind wir Bauern also ziemlich empfindlich. Ja, ich meine, oder wie siehst du das? Das war ja damals auch, ich glaube, der Grund, warum wir beide da in dieses Social Media eingestiegen sind, um auf den Punkt landwirtschaftliche Blase zurückzukommen, weil wir da raus wollten. Ja, wir wollten unserer Bevölkerung zeigen, wie moderne Landwirtschaft geht. Also ich wollte zeigen, wie moderne Landwirtschaft geht. Du wolltest sicher immer den anderen Weg schon zeigen. Und am Ende dreht sich doch wieder alles ums Gleiche. Ja. Das irgendwie schaffen wir es dann auch nicht, ja, weil wir vielleicht auch zu sehr in dem Alten verhaftet sind. Also alt ist jetzt, sage ich mal, das, was nach Kriegszeit passiert ist bis jetzt. Ja, also landwirtschaftliche Blase ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil wenn du da drin bist, siehst du alles nur vom Blick des Landwirts aus. Ja. Und das ist aber in allen Lebensbereichen ist das so. Also es ist nicht bloß in der Landwirtschaft so. Aber es ist da drin, wie zum Beispiel, jetzt sage ich mal, etwas, was schlimm ist, ist nur Bauernblätter zu lesen. Ich weiß nicht, ob mir da recht gibst. Ich lese keine mehr. Ja, nee, das ist so. Ja, und die sind halt heute auch abhängig von Schlagzeilen und das deswegen lese ich. Ja, genau, und In den Bauernblättern steht halt dann zum Beispiel das drin, dass ich, jetzt gehen wir zum Technikzwang, da steht drin, wo gibt es wieder Förderungen, da steht drin, welcher Traktor ist der beste. Verstehst du? Das sind diese Sachen. Und in den Bauernblättern, wenn ich so an Top Agrar denke oder so, die, wo ich absolut nicht mehr anschaue, da steht dann zum Beispiel auch das drin mit den Schuldzuweisungen. Ja, die anderen sind doch immer die Blöden, ja, die sind schuld. Das ist ganz gefährlich. Ja. Das ist ganz gefährlich, auch wenn es vielleicht stimmt manchmal. Ja? Aber ich komme da selber nicht mehr raus aus dem. Weil wenn ich mich bloß an anderen orientiere, wenn es mir nur gut gehen kann, wenn die anderen sich ändern, ja dann, von wem kann ich dann selber noch gestalten? Das ist jetzt ein tiefgehendes psychologisches Problem. Und da sind wir jetzt nämlich zum Beispiel bei den Glaubenssätzen, die bei uns Bauern da sind. Dass wir meinen, wir können uns selber gar nicht mehr helfen. Ja. Ich meine, das Thema, das bei uns ja totgeschwiegen wird, in Frankreich oder so gibt es ja Statistiken, ist nämlich die Suizidrate bei den Bauern. Die ist vielleicht nicht schlecht. Ja? Weil es gibt ganz, Sinn, ganz viele, ja. die sehen keinen Ausweg mehr. Die sind im Tunnel. Und das ist nicht nur landwirtschaftliche Blase, sondern das ist tödlich. Ja, und das wird mit diesem Social Media Zeugs nicht besser, ja. Es gibt halt ein paar sehr aktive, die meinen, sie müssen fast täglich Videos raushauen, wie schlecht alles ist. Das Problem ist, da passiert bei allen Bauern irgendwas im Kopf, ja. Und wer da nicht sattelfest ist, der
kommt irgendwann in eine Spirale rein, wo er sagt, die machen mich fertig, ich komme da nicht mehr raus. Ja? Und deswegen halte ich diese ganze Negativstimmung für so brandgefährlich, wenn man die ständig noch befeuert. Ja, wir müssen genau. Deswegen, ja, ich versuche das gerade auch drastisch zu reduzieren, weil ich muss mich um meinen Betrieb kümmern und ich möchte einfach auch jeden Tag morgens aufstehen und sagen, hey, ich habe den geilsten Beruf der Welt. Ja, und ich möchte es schätzen, dass jetzt draußen alles blüht, dass alles grün wird und ich möchte es wahrnehmen und ich möchte nicht den ganzen Tag, ich habe genug negative Nachrichten, die kommen sowieso, die erfahre ich, wenn sie kommen, aber ich muss sie mir nicht aktiv reinziehen. Ja. Da müssen wir, glaube ich, alle wieder ein bisschen dran arbeiten. Auch, das, du hast gerade auch gesagt, dieses sich gegenseitig kontrollieren oder schauen, ja, jetzt hat der Nachbar einen größeren Schlepper, jetzt brauche ich noch einen größeren oder noch mehr Hektar pachten, damit ich der Größte bin. Das ist doch Quatsch. Ja? Ich muss doch schauen, was passiert, was passt zu mir, zu meiner Familie, zu meinem Hof. Ja? Und ich meine, ich bin den anderen Weg auch hart gegangen. Ja? Und deswegen will ich heute was verändern, weil jeder, der vielleicht, so wie du es früher auch mal gemacht hast, vielleicht 2 Jahre länger überlegt und dann einen ganz anderen Weg geht, weil er nochmal links und rechts geschaut hat, um den ist doch gut, ja. Eigentlich ist es doch etwas, was wir brauchen, etwas auch wieder wie die Nachhaltigkeit, etwas Hochmodernes. Ja. Das ist eigentlich zu uns selber stehen, zu dem, was es mich als Mensch ausmacht. Wenn ich halt, was weiß ich, ein Faible für keine Ahnung hab, dann kann ich das trotzdem als Bauer machen. Verstehst? Ich muss nicht Kühe melken. Also wenn ich nochmal auf das also ich komme aus dem Allgäu und da war es eigentlich zum Beispiel, ja, nehme ich mich selber. Es war für mich eigentlich, mein ganzes Umfeld hat damals nur von mir erwartet, dass ich den Betrieb, den mein Vater aufgebaut hat, weitergehe und natürlich noch größer mache und die Milchleistung noch weiter steigere und so weiter. Nein. Ja. Ich war halt dann ein spinniger Hund. Na und? Ich habe das schon ausgehalten. Ja, das fällt halt vielen schwer, glaube ich, das auszuhalten. Ja, das ist diese Sozialkontrolle. Also, ich kann ja da mal erzählen, was es da gegeben hat, weil es geheißen hat, ich sei kein richtiger Bauer mehr. Ich glaube, den Begriff kennst du auch nicht. Wenn die anderen Bauern sagen, ja, du bist kein richtiger Bauer mehr. Da hat man dann in der Viehzuchtgenossenschaft auf der Versammlung, wollte man abstimmen, ob man mich rausschmeißt oder nicht, weil ich kein richtiger Bauer mehr bin. Da lacht man heute drüber. Und ich habe mich einfach abgewendet und habe gesagt, ja, ich sag's, du weißt, was ich denke, aber ja. Versteht's? Ja. Also, ja, aber viele von denen sind heute keine Bauern mehr. Aber ich bin nur Bauer und ich habe meinen Hof an die nächste Generation gegeben und die geht wieder ihren Weg. Und das macht mich schon ein Stück weit stolz, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also wenn ich sehe, was meine Junge, ich habe ja sogar einen Sohn, der hat jetzt in eine andere Landwirtschaft eingeheiratet, die sind alle positiv. Ja. Landwirtschaft ist für die alles. Und was die alles machen, ja, das ist einfach toll. Aber weil das, du ihnen halt etwas, auch gezeigt hast, was dass weiß man andere ich, was, Wege weiß ich? Andere, einfach gucken muss, was gibt es für mich für einen Weg, ja. Und ja. Das, es gibt für jeden einen Weg. Also für jeden Bauer, Weg. Für jede Bäuerin gibt es einen Weg. Und die Frage ist halt, was mache ich? Ich habe damals einen plakativen Spruch auch gehabt, 1000 Bauern, 1000 Lösungen und nicht 1000 Probleme. Ja. Das ist das, was... Das ist, also, und diese Kraft der Kreativität und Innovation, das muss man sich mal klar werden, wir Bauern haben die. Nur mal so, wenn man in andere Bereiche neigt, was man als Bauer kann, ist total improvisieren. Ich glaube, der Spruch stammt von dir, glaube ich, oder? Wir brauchen Lösungen, oder? Du bist doch auch, wenn ich so deine Videos ab und zu so sehe. Normal auch. Ja, wir brauchen Lösungen. Und als Bauer stehst du manchmal, das ist einfach so, du kommst, keine Ahnung, in der Viehweide oder du kommst auf einen Acker oder dies oder jenes, das scheiß Klump ist kaputt und du brauchst innerhalb von 5 Minuten eine Lösung. Ja. Ja? Und wir können das. Wir können das. Und das, wenn man sich dessen bewusst wird, dass der bäuerliche Mensch das kann, der kann auch für große Probleme Lösungen finden.
Nur muss man sich das trauen. Manchmal muss man vielleicht auch ein, zwei, drei Schritte zurückgehen, nicht durch den Kopf durch die Wand. Ja? Aber nochmal auf das zurück, dieses Moderne. Geh mal heute in die Esoterik. Da hörst du das. Finde dich selbst. Steh zu dir selber. Ja. Also wir Bauern, wer so, sagen wir doch mal ehrlich, wenn man als Bauer einen Hof hast, bist du ja kein Armer, oder? Nö. Und dadurch, dass man mit dem, dass man etwas besitzt, hat man auch Möglichkeiten, sprich auch finanzielle Möglichkeiten, etwas zu machen. Ja? Vorausgesetzt natürlich, man ist nicht so in der Schuldenfalle drin, dass die Bank schon sagt, wo es lang geht. Das gibt es natürlich auch. Ja? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich, wenn ihr das als Bauer, ich als Bauer war für mich immer die Maxime, ich nehme schon einen Kredit auf, aber nicht so viel, dass es mich umbringen kann, wenn es schief geht. Das ist ganz wichtig. Und das ist mir ehrlich gesagt scheißegal, was irgendein Beamter, irgendwas Direktor mir erzählt oder irgendein Bauernverbandsfunktionär sagt, das ist richtig, sondern es kommt nur auf mich an. Mich und natürlich ganz wichtig meine Familie. Die kann ich nicht ignorieren, die will ich nicht ignorieren. Weil wenn wir ein bäuerlicher Familienbetrieb sind, dann muss auch die Familie, sag mal hier, zur Geltung kommen. Ja. Das heißt also, das, was die Frau sagt, und ich glaube, das ist ja bei dir auch so, dass du in der Zwischenzeit sehr auf deine Frau hörst. Genau, hat man in der zweiten Folge von dem Podcast ja gehört. Ich glaube, da habe ich was gehört, ja. Ja, und das ist richtig und ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Das ist wirklich, das ist elementar wichtig. Ja, das also, das ist, Bäuerlichkeit ist topmodern. Und Millendorfer hat ja immer gesagt, die niedergehende Industriegesellschaft braucht die Bauern, braucht die Kreativität, die Tatkraft, diese Selbstständigkeit der Bauern. Auch wenn es im Moment sieht es nicht unbedingt danach aus. Aber ich glaube immer noch dran. Weil es ist, ich bin ja einer, der sich für Geschichte sehr interessiert. Und Hochkulturen, die kommen und gehen, also in der Geschichte. Was übrig bleibt, wenn eine Hochzivilisation oder Hochkultur zusammenbricht, sind die Bauern. Und die generieren dann wieder eine neue Hochkultur. Mhm. Das muss man natürlich langfristig sehen. Also da gibt es auch so Schriften vom Millendorfer, der das eben diese Zyklen beschreibt, die sind jahrzehntelang, 40, 50 Jahre geht es rauf und runter. Mhm. Hat er als Zukunftsforscher also so prophezeit. Ja, extrem spannend, ja. Das ist ja. Also eine, die ja zum Beispiel das mit der Bäuerlichkeit sehr aufgenommen hat und derzeit mit Vorträgen unterwegs ist, darf ich vielleicht empfehlen, ja, aber die wirst du mit Sicherheit auch nochmal in den Podcast bringen, das ist ja die Mentalbäuerin. Ja. Die ist ja auch mit dem Thema Millendorfer in der Zwischenzeit unterwegs. Schade ist es, dass vom Millendorfer keine Schriften und im Internet findet man eigentlich auch ganz, ganz wenig davon. Aber also der Elke Pelz-Thaler, also die Mentalbäuerin, der habe ich zum Beispiel einmal die Studie, da diese Millendorfer Studie, die habe ich der einmal geschickt und wir haben uns damals einmal auch darüber unterhalten. Und es gibt leider wenig, aber trotzdem, dieser Millendorfer hat so viel für uns als Forscher getan. Ja. Und also das würde ich mir wünschen, dass da andere auch mal mehr eigentlich einsteigen in dem seine Thesen, weil da liegt Wahrheit drin, sehr, sehr viel Wahrheit, die man dann auch umsetzen kann. Ja, und das ist einfach so elementar wichtig, finde ich, ja, dass wir das weiterführen, was er da mal gemacht hat und was ich nach wie vor nicht verstehe, ja, das hat ja eigentlich das Landwirtschaftsministerium in Auftrag gegeben, was er da gemacht hat, ja, und ja, ich weiß auch, warum das Landwirtschaftsministerium, das war der Minister Nüssel, hat der geheißen, der war nicht lange dran,
Der hat diese Studie deshalb in Auftrag gegeben, weil er die Legitimation haben wollte, um Agrarförderungen an die Bauern zu zahlen. Mhm. Aber dass er dadurch hat der Müllendorfer geschrieben, das steht so in der Studie drin, den Bauern einfach Geld zu geben, birgt die Gefahr, dass man den kreativsten Menschen, den es auf der Erde gibt, unkreativ macht. Weil du kriegst ja einfach Geld dafür, dass du da bist oder das machst, was der andere will. Ja. Ist das jetzt zu plakativ gesagt von mir? Neu. Es heißt ja jetzt im neuen Agrarantrag heißt es ja jetzt auch nicht mehr EU-Prämie oder sonst was, sondern das heißt Einkommensgrundsicherung. Ja. Und Einkommensgrundsicherung, und das ist das Traurige, wir sind davon jetzt abhängig. Ja. Wir sind abhängig. Also, wenn ich als junger Bauernverbandsaktivist angefangen habe, ich war ein Sonnleitner-Fan, ich weiß nicht, ob der noch jemand kennt, der Sonnleitner. Und der Sonnleitner hat einmal eine Rede gehalten in Peterstal und da hat er zu Recht gesagt, die Gesellschaft will Sieger. Keine Jammerlappen. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ja, das ist so. Das ist so. Und ich muss sagen, ich bin durch das, dass ich zwei Technikfirmen, Handelsfirma, Technikfirma, ich bin ganz weit aus der landwirtschaftlichen Blase rausgekommen. Und auch heute noch. Also wenn ich heute in meinem Festspielhaus, ich kleide mich wie ein Bauer, ich stehe zu meiner bäuerlichen Vergangenheit, ich bin ein Bauer. Ja. Ja, und ich komme super an bei den Leuten. Ich darf nur eines nicht machen, Michel. Jammern. Ja. Und Schuldzuweisungen. Genau. Dann ist es vorbei. Dann habe ich keine Anerkennung mehr. Also das ist das, was ich halt wahrnehme. Aber solange ich zu mir selber stehe, bin ich einer unter den anderen und habe diese Anerkennung. Und das ist ja... Da könntest du ja einen eigenen Podcast machen, wie die Bauern eigentlich heute unter der mangelnden Anerkennung leiden. Oder wie siehst du das, Michel? Ja, natürlich. So werden wir ja auch wahrgenommen, ja, dass wir immer am Jammern sind. Und wenn die Bauern nimmer jammern, dann sind sie tot. Ne? So ist ja ein bisschen die Meinung. Beispiel war jetzt... Ja, oder jetzt kommt es mit dem großen Traktor. Wir selber sehen uns... Bloß ein gescheiter Bauer hat einen großen Traktor und der andere sagt, so schlecht kannst du Bauer gehen, wenn sie solche riesen Karre fahren. Eben, das ist ja das, wie wir wahrgenommen werden. Ja, das ist das, was man von uns sieht, die großen Gebäude, die Maschinen. Ja. Und also mein Beispiel hier ist, wir haben ja hier die 20 Streuobstbäume vor 3 Jahren gepflanzt als so Mini-Crowdfunding. Und da war einfach das Feedback von vielen Leuten, die angerufen haben, endlich mal einer, der nicht bloß jammert, sondern sagt, hier ist ein Projekt, hier könnt ihr mich unterstützen. Und da waren die so dankbar dafür. Ja, und das war für mich auch so der Hallo-Wach-Effekt, ja, wie wir nach außen wahrgenommen werden als Bauern, ja, als Jammerer. Ja. Und deswegen, wie du auch richtig sagst, werden wir dann auch nicht ernst genommen. Wenn wir nicht aktiv werden, einen gewissen, wir sagen ja auch Bauern stolz, ja, wenn wir auch nicht stolz sind auf das, was wir tun, sondern uns immer versuchen zu entschuldigen und kleiner machen, wie wir sind und halt dann aus Jammern anfangen. Ja, es ist, natürlich ist vieles nicht einfach, ja, aber dann muss ich doch für mich selber entscheiden, was kann ich da dran verändern und nicht immer warten, bis die Politik was macht. Ich muss doch bei mir selber anfangen. Und das ist eigentlich genau jetzt so ein Kernsatz, wo du da hinkommst, dass ich selber aktiv werde. Ich meine, ich kann nicht alles verändern, das muss einem klar sein. Also, aber zum Erkennen, was ich wirklich verändern kann, das ist einer der größten Schritte, also die man gehen kann. Sobald ich das erkenne, dass ich, was in meinem Wirkungsbereich ist, das ändere ich. Wenn ich damit nicht zufrieden bin, dann fange ich nämlich an. Wenn ich aber, ich habe das glaube ich vorher schon mal gesagt, darauf warte, dass da oben die Gesellschaft oder die Politiker da in, weiß der Teufel, Brüssel, Berlin oder wie auch immer, und ich fahre aus dem Allgäu zu demonstrieren nach Berlin, also davon bin ich in der Zwischenzeit sowas von weg. Schadung Zeit. Ja, sehen wir uns ja ein. Also,
Also ich finde solche Sachen, wie zum Beispiel einmal der BDM einmal gemacht hat mit diesen Demonstrationen in den Supermärkten, da kann ich mich noch dran erinnern, das war super. Das sind nämlich die Verbraucher und die Bauern genau da zusammengekommen, wo das Geld umgesetzt wird. Ja. Dass da manche über das Ziel hinausgeschossen sind und die Verbraucher beschimpft haben und weiß der Teufel was, das ist natürlich schlecht gelaufen. Aber eigentlich, kommen wir nämlich genau dahin. Wir Bauern brauchen auch Geld, oder? Wirst man nicht widersprechen. Wir müssen definitiv für unsere Betriebe, für unsere Familien Geld erwirtschaften. Darum hat ja der Müllendorfer gesagt, der Bauer ist eigentlich der Urkapitalist. Ein hässliches Wort, oder? Ja. Heute zu sagen, ich bin Kapitalist, aber das ist genau die Definition von dem Kapitalist. Also ich habe Ressourcen, die kann ich ja woanders auch anlegen. Also, aber der Bauer hat halt natürliche Ressourcen, Land, Grund, Boden, Vieh, macht er nutzbar, urbar, will davon leben, hat Ertrag davon und bringt sie nachhaltig intakt an die nächste Generation. Sowas hat kein Börsenunternehmen, aber jeder Bauer hat es. Ja. Ja. Und das ist das, was mir nach wie vor an die Bäuerlichkeit, also ich glaube nach wie vor, dass die Bauern einfach stärker sind als wie der Rest. Ja, ja, wenn kann man ganz praktisch sehen, weil die Bauern vermehren sich auch noch. Ha. Zumindest was Nachwuchs angeht, Stückzahl wird es schwierig, ja. Aktive Betriebe. Also, ne, aber, ja, das schon, aber ich habe ja damals auch was immer, die Politik hat immer gesagt, wir brauchen bäuerliche Familienbetriebe. Mhm. Ja. Und dann hat es ja die da auch schon gegeben, die, also bei uns in der Landwirtschaftsschule, da hat es einen gegeben, der hat gesagt, ich will keine Frau, die will bloß 100 Kier. Ja? Genau. Da hat er was missverstanden. Ja, und wenn, dann muss ich melken. Ja, kommen. Ja, und da hab ich dann drauf so für mich einen Spruch parat gehabt, Zöllner, ich glaube, Allert, es ist besser, ein Jungbauer sollte Playboy lesen und nicht so viel Bauerblätter. Ja. Weil wenn er keine Frau findet, dann ist der Familienbetrieb auch zu Ende. Eben, das ist halt auch sehr oft der Fall mittlerweile. Ja. Weil ja dieses ganze Hamsterrad dazu führt, dass man gar nicht mehr rauskommt. Ja. Man ist mit Arbeit so voll, alles was man rationalisiert, steckt man in noch mehr Produktion rein. Ja. Und davon leben ja alle, dass wir so viel Geschäft haben, damit wir nicht mehr den Kopf rausstrecken können und links und rechts gucken, sondern zum einen billig Rohstoff produzieren und zum anderen das Maul halten. Ja. Ja, und darum finde ich das immer so toll, und das ist jetzt auch wieder, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll oder nicht, also wenn aus nicht landwirtschaftlichen Familien die Bäuerin einheiratet. Ja. Ja. Das ist und das passiert. Und das ist einfach so schön, und da sieht man einfach, dass wir nicht alleine sind und nicht Landwirtschaft per se nicht anerkannt wird oder schlecht ist. Ja, und das erweitert deinen Horizont als Jungbauer halt auch gewaltig, weil das immer wieder der Input von außen kommt, wie wird das wahrgenommen, was du da tust. Ja, war ja bei uns, bei meiner Frau und mir auch nicht anders, auch wenn es ein bisschen mühsam war am Anfang. Ja, heute haben wir zusammengefunden, aber das. Und auf der anderen Seite siehst du halt, wie viele junge Leute eigentlich wieder Landwirtschaft machen wollen. Die wollen was Kleines machen, ja. Oder auch solidarische Landwirtschaft, ja. Warum wollen die Leute zurück zur Natur? Weil sie heute alle Berufe haben, die sie absolut, wo wenig Sinn dahinter ist, ja. Viele mit 40, 45 anfangen auszusteigen, weil sie sagen, ich verdiene zwar Schweinegeld, aber ich weiß nicht wofür, ja. Ja, also ich finde zum Beispiel, ich habe jetzt vorher gesagt soziale Landwirtschaft, aber du hast jetzt gesagt solidarische Landwirtschaft. Das ist auch etwas, Crowdfunding ist das ja im Prinzip auch wieder etwas Hochmodernes. Ja. Ja? Dass man sich sowas einfach traut als Bauer. Ja. Und ja, ich denke, dass es viele gibt. Also nochmal, ich bin total positiv gestimmt. Der bäuerliche Mensch hat enorm Kraft und Kreativität. Und auch wenn es jetzt im Moment turbulent zugeht,
ich mache mir eigentlich um die Landwirtschaft keine Sorgen. Also um die Landwirtschaft schlechthin. Ja. Ich mache mir eh keine Sorgen. Also ich sage mal so, weil ich bin ja auch dafür verantwortlich, wenn ein, sage ich mal in Anführungszeichen, moderner Landwirt sich überschuldet mit zu viel Technik, nicht marktorientiert und was man halt alles falsch machen kann. Ja, dann war das halt selber. Also das kann ich sowieso nicht ändern. Nö, das ist seine unternehmerische Entscheidung. Das ist seine Entscheidung. Beziehungsweise manche Leute begreifen das nicht als Entscheidung, sondern sagen, ja, der hat gesagt, ich soll das machen und der hat gesagt, ich soll das machen. Also das gibt es ja immer wieder, das kennst du ja auch. Sag ich, warum bin ich in der Situation? Weil, weißt du ja selber, Förderung. Ja, da gesagt, Förderung war keine Ahnung, wer immer alles gesagt hat oder im Bauernblatt ist gestanden, man soll doch. Ja, ich meine, da sind wir halt auf der Ebene und sagen, ja, meine Mama hat gesagt, ich soll das. Ja, genau. Am Ende musst du entscheiden. Ja, und das nimmt dir niemand ab. Und wenn du die Unterschrift unter einen Kreditvertrag oder einen Bauantrag setzt, dann hast du das gemacht. Die Unterschrift leistest immer du. Die macht nicht dein Berater, die macht nicht das Landwirtschaftsamt, die machst du. Ja, und dann, damit bist du verantwortlich. Ja, und wenn es schief geht, dann bist du verantwortlich und niemand anders. Das ist ja das, was ich zum Beispiel außerhalb der Landwirtschaft kennengelernt habe. Nirgendwo gibt es ein Amt für Semmelwirtschaft, sag ich mal so. Verstehst? Wo studierte Beamte dir sagen, was richtig ist. Ja. Und dann noch kostenlos, weil die Beratung darf ja nichts kosten. Nee, wenn ein Bäcker, ein Mittelständler oder irgendwo hingeht und Unternehmensberatung möchte, dann muss er das bezahlen. Und dann will der aber auch davon etwas haben. Und wenn der ihm einen Scheiß erzählt, dass er pleite geht, dann ist der andere nicht mehr lang am Markt. Aber diese Beamten, diese studierten Beamten, die machen Karriere, auch wenn die Bauern den Bach runtergehen. Ja. Oder siehst du das anders? Nee, du darfst einfach das selber Denken nicht verlieren unterwegs. Ja, sondern ja das ist sehr was ich immer wieder denke, wenn ich an viele norddeutsche Kollegen denke, ja, was da für eine Beratungsorganisation dahinter ist, Riesenbetriebe. Und der Berater ist alles. Da gibt es Berater für den Ackerbau, einer für Tierhaltung, ja, und vielleicht noch einen dritten für die Betriebswirtschaft. Und da wird blind drauf vertraut, also gefühlt blind drauf vertraut. Ja, natürlich gibt es genügend Betriebe, die da auch selber dann entscheiden. Aber da muss man sich einfach auch ein Stück weit frei davon machen. Natürlich ist es schön, wenn man noch andere Meinungen bekommt. Aber du musst selber denken. Die Zeit musst, so viel Freizeit musst haben, dass du noch selber nachdenken kannst über das, was du tust. Ja. Und nicht dir deinen Arbeitsgrab schaufeln mit irgendeiner Investition. Genau. Aber also wenn jetzt ich auf die Uhr schaue, sind wir jetzt schon gut unterwegs. Ja. Und ich möchte noch eines, weil ich mitbekommen habe, dass du jetzt, glaube ich, für deinen Podcast eine neue Melodie hast. Also, und das muss ich sagen, das hat mich gleich total fasziniert. Also dieses... Was ist denn der genaue Text? Ich glaube, das weißt du. Ich bin ein Hohenloher Bauer. Und Das sind zwei Lieder. Das eine ist Hohenloher Bauernballade und das andere ist Hohenloher Bauernlied. Wir werden das mal für den Podcast als Intro und Outro probieren. Dann bin ich mal gespannt aufs Feedback, ob das jeder genau, so wie die, positiv wie das ankommt. Sieht, wie wir zwei vielleicht. Ja. Aber das, genau darum geht es eigentlich. Ja. Wir haben ja die bäuerliche Erzeugergemeinschaft in Hohenloh mit Rudolf Bühler. Ich hatte es am Anfang auch ein bisschen für Spinnerei gehalten, aber genau darum geht es, stolz drauf zu sein, Hohenloher Bauer zu sein oder Allgäuer Bauer zu sein. Ja, dass wir das wieder, ohne dass das arrogant rüberkommt, sondern einfach stolz auf das sein, was man jeden Tag tut. Ja, und das auch seine Kinder vorzuleben. Das ist halt das, wenn wir die ganze Zeit am Frühstücks- und am Mittagstisch und beim Abendessen jammern über Politik, über alles Mögliche, das nehmen unsere Kinder ja wahr. Ja? Mhm. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn nachher keiner da ist und sagt, mach ich nicht weiter. Ja? Also ich habe das als Schweinezüchter ganz oft mitbekommen, ja? Top-Zuchtbetriebe, 4 junge Leute daheim, die alle motiviert waren und der Vater war immer nur am Jammern, wie schlecht alles ist. Und jetzt ist der Betrieb weg, ja, jetzt ist er verpachtet. Und das
eben das Stolzsein, ohne überheblich zu sein, aber das auch der Kinder vorleben, dass das so eine Riesenchance ist, was wir da jeden Tag haben, ja, und einfach auch gemeinsame Mahlzeiten, ja, was für viele Leute nicht mehr selbstverständlich ist. Es sind ganz viele Kleinigkeiten, und da den Stolz zu haben, sich darüber zu freuen, ja, auch wenn das nicht immer einfach ist, also bei uns auch nicht, sicher nicht, das hat nichts mit Blindsein zu tun, sondern einfach trotzdem, also wenn, ich merke es einfach bei mir, seit ich mich ein bisschen frei davon gemacht habe, von diesem wirtschaftlichen Druck, der nach wie vor da ist, aber einfach für mich zu sagen, ich mache das gern und ich weiß, warum ich es tue und ich weiß, was ich kann, ja, auch für sich selber zu definieren, was kann ich, ja, das ist, ja, glaube ich, ein Riesenproblem, auch für viele war es für mich auch ganz lang. Also das mache ich noch keine 2 Jahre. Aber das ist einfach, was ich die letzte Zeit gemerkt habe, ich kann auch was, ja, und da muss ich mich, ja, wenn ich darüber nachdenke, nicht immer nur nach den Fehlern suche, die jeden Tag passieren, bei mir auch, sondern nach dem suche, was ich kann, was ich gut mache und mich daran aufbaue, dann gehst du auch ganz anders in den Tag, ja, oder strahlst du, ja, strahlst genau, du nach Ausau aus. Und damit bin ich mein eigener Bauer und stehe zu mir selber. Und das ist im Prinzip, wenn man jetzt das Thema, wenn man jetzt so nimmt, Bäuerlichkeit, was ist ein bäuerlicher Familienbetrieb? Das ist da, wo die Leute zu sich selber stehen. Das ist für mich eigentlich der Kern der ganzen Geschichte und keine Definition über, ich habe so und so viel Hektar, ich habe den und den Traktor oder ich habe die und die Milchleistung. Das hat mir immer schon in der Seele wehgetan, wenn sich die Leute, das kann man überall erleben, bei so Versammlungen oder so vorstellen. Ja. Man definiert sich aus der Leistung raus. Ja? Und das ist einfach schade und auch nicht richtig, weil wenn ich für mich das Selbstverständnis habe, dieses Selbstbewusstsein, du hast jetzt vorher stolz gesagt, man kann, also ich würde es eher als Selbstbewusstsein sagen, ich kann das. Ich stehe zu mir selber, ich weiß, was ich tun kann, ich bin von dem überzeugt und daraus ziehe ich Kraft. Hm. Aus dieser Überzeugung ziehe ich Kraft. Und ich mache das für mich und meine Familie. Das ist der Dreh- und Angelpunkt da drin. Und nicht für die Partei, für den Bauernverband, für den, keine Ahnung, was da außenrum ist. An dem ist, muss ich mich orientieren und dann würde ich auch ein erfolgreiches, also, und glückliches Leben haben. Und das ist für mich die gelebte Bäuerlichkeit. Und das ist das, was wir alle auch brauchen, denke ich mal. Ja. Also eigentlich kann ich da jetzt nichts mehr dazufügen. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch ewig weiterschwätzen. Ja, aber, ja, man muss es ja auch mal auf den Punkt bekommen. Und letztendlich, das, was wir jetzt mit dem Gespräch, diejenigen, die es interessiert, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben, sage ich jetzt einmal, möchte eigentlich jedem Bauer zurufen, ich glaube an die. Ich glaube an jeden Bauer. Super. Ich glaube, das lassen wir so als Schlusswort stehen, Alois. Und wir werden mit Sicherheit nochmal eine Folge machen. Themen gäbe es genug. Aber ja, überziehen wollen wir es heute auch nicht. Du hast noch was vor, ich habe auch noch was vor. Und ganz herzlichen Dank für die Zeit heute, für den wahnsinnigen Einblick in das, was du auch an dir angelesen hast. Ja, da bin ich immer wieder schwer beeindruckt, weil ich so wenig Zeit zum Lesen bisher mir genommen habe. Auch, ja, ich habe sie mir auch nicht genommen, die Zeit. Und da ist so viel interessante Sachen, ja, was allein um das Thema, ja, um jetzt wieder auf die Bäuerlichkeit zurückzukommen, aber auch andere Dinge, bäuerliches Leben, ja. Ich glaube, da können wir noch mal eine eigene Folge irgendwann machen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, du musst jetzt auch mal abwarten, wie zum Beispiel dieser Podcast ankommt. Ja, alles gut. Ich glaube, also das Feedback war bis jetzt selten negativ. Ja. Und wichtig ist einfach, dass wir Themen auch ansprechen, die vielleicht nicht so präsent sind. Ja.
Produktionstechnik brauchen wir hier nicht bringen. Ja. Wir wollen einfach andere Themen bringen. Und da fand ich das wirklich wichtig, ja, weil du dich damit beschäftigt hast, das auch von dir ein bisschen dir heute rauszukitzeln. Aber das kommt bei dir von allein, da muss ich nichts kitzeln. In dem Bereich, mein Lebensmittelpunkt ist ja jetzt ein anderer. Ich tät eigentlich auch gerne, zum Beispiel auf meinem Blog, immer wieder auch mal gerne was schreiben oder sowas, aber ich finde einfach keine Zeit und denke mir dann auch, für was. Also, ist im Moment so. Da siehst du, was wir jetzt heute nicht angesprochen haben, das sind die Kolumnen vom Feniberg, gell? Die sind jetzt untergegangen. Ja, das darfst du jetzt aber gerne noch geschwind erwähnen. Ich nehme aber die, sagen wir, Link und so, kommt alles in die sogenannten Shownotes unten rein, aber ja. Nenn das gern noch, ja, also das ist wichtig. Ich mein, das, was von der Blogger-Zeit übrig geblieben ist, ist die Tätigkeit als Kolumnenschreiber für den Feniberg, also für diesen Regionaldiscounter. Das hat man mir damals, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, angeboten. Das, was die wollen, sind wirklich Geschichten und Wissenswertes aus der bäuerlichen Welt. Also da gibt es ja die Marke von Feniberg, von hier heißt die, ich war ja auch ein von hier Bauer. Und das, was der Feniberg ja von Anfang an, was mich auch fasziniert hat, ist, dass der von hier Bauer, also hier, ich bin hier und der Verbraucher ist da und ich stehe mit meinem Produkt hier, wir sind ja in den Discountern, in den Läden gestanden als Bauern und sind für unsere Produkte gerade gestanden, haben die Fragen beantwortet. Und wir sind wir wieder bei dem, als Bauern erkennbar, stehen zu uns und damit sind auch unsere Produkte gut. Und diese Philosophie zieht der Feniberg bis heute durch. Mhm. Also das ist, da macht es mich schon ein bisschen stolz, jetzt auch. Ich habe jetzt vor 14 Tagen jetzt die 45. Kolumne für dieses Von Hier Magazin geschrieben. Ja, Wahnsinn. Und es kommen eigentlich immer wieder, die Themen sind immer wieder aus der bäuerlichen Welt und manche sind ein bisschen lustiger, manche sind ein bisschen nachdenklicher oder wie auch immer. Da sieht man mal, wie die, nicht nur jetzt die andere Bevölkerung, sondern auch die Geschäftswelt, weil Feniberg, man verkauft ja bäuerliche Produkte, man verkauft ja Milch, Fleisch, Honig, alles von hier Bauern. Und das ist etwas, was zählt da drin? Komme ich wieder auf die Bauernkultur, auf die Bäuerlichkeit. Ich muss ein bäuerlicher Mensch sein und dazu stehen und dann komme ich auch auf diesem geschäftlichen Feld voran. Und das mache ich halt mit meiner Kolumne. Also, ja. Nee, also das kann ich nur jedem empfehlen. Also Hut ab auch vor deinem Schreibstil, ja. Das ist echt klasse und es macht Spaß zu lesen. Ich habe, alle habe ich noch nicht, aber die meisten habe ich gelesen und ja, Wahnsinn. Also, ja, die sind ja auf meiner Internetseite, auf meinem Blog habe ich sie drauf. Genau. Schade ist immer, aber das ist jetzt auch halt auch Realität. In so einem Heft hat man nicht unendlich Platz. Auf einem Internetblog kannst du auch längere Artikel schreiben. In so einem Heft ist man limitiert auf so und so viele Zeichen. Ja. Und dann muss man das halt auch irgendwie zusammenbringen, dass am Ende eine Pointe dabei rauskommt, dass die Leute das gerne lesen. Aber ich mache das gerne, weil ich weiß, dass die Leute das einfach mögen. Es sprechen mir auch ganz viele Leute drauf an. Also, aber ich mache das als Bauer. Ja. Nee, das merkt man auch. Also das kommt auch rüber. Ja, dass du das gern machst, dass du das mit Stolz machst, um das nochmal zu nennen. Und das ist wichtig, ja. Und das Schöne bei von hier finde ich einfach, ja, du stehst da als Bauer auch mit deinem Gesicht. Ja, das, genau. Und das ist doch eigentlich das, was wir alle wollen. Ja, wir wollen für das, was wir verkaufen, was wir produzieren, mit unserem Gesicht, mit unserem Namen stehen. Ja? Und dann, wenn wir das machen, dann haben wir es doch geschafft. Ja? Genau.
Aber jetzt sind wir wieder bei dem, zu sich selber stehen und dann auch Gesicht zeigen. Also ja. Das, ja, das ist auch etwas, was ich beim Feneberg gelernt habe. Mhm. Also damals beim Feneberg, warum hat der, ich war einer dieser 20 ersten Bauern, die Geschichte ist ja das, der Feneberg hat damals gesagt, wenn er 20 Bauern findet, wird er das Programm auflegen. Der hat aber eine Weile gebraucht, bis er 20 Bauern gefunden haben, die seinen Vertrag unterschrieben haben. Weil in dem Vertrag stand etwas Ungeheuerliches drin. Nämlich, dass man als teilnehmender Bauer, 20 oder 30 Stunden für Marketing unentgeltlich, wir haben da nichts bekommen dafür, unentgeltlich in die Märkte geht und für das Produkt Rede und Antwort steht. Und das haben damals viele nicht unterschrieben, weil sie sich das nicht getraut haben, beziehungsweise ich habe dann andere Bauern da so gehört und sagen, was meint denn der überhaupt, der Feneberg? Aber genau das ist der Weg. Hinzustehen für das Fleisch, hinzustehen für, unter der Marke gibt's ja heute Salat genauso wie andere, Gesicht zeigen. Ja, zu dem stehen. Das ist der Weg. Da verkaufst. Ja. Ja. Genau. Und das rechne ich dem Feneberg bis heute sehr hoch an. Und er hat auch gut gezahlt. Also, und ich glaube auch, dass das etwas ist, der Feneberg hat dadurch, jetzt bin ich wieder der ganze Marktwirtschaftler, der Feneberg hat dadurch ein Alleinstellungsmerkmal erhalten, das heute andere Billig-Discounter von Aldi bis irgendwo auch versuchen zu kopieren. Ja, der Rewe versucht es ja relativ intensiv. Ja. Ja, also genau. Diese Regionalität und alles, was da so drin ist, aber der Feneberg war der Vorreiter und vielleicht, ich weiß es nicht, gäbe es den Feneberg heute nicht mehr, wenn er nicht damals, das ist jetzt 25 Jahre her, diese Marke installiert hätte. Das weiß ich nicht, aber ich denke, dass es ihm sehr auch für die Zukunft geholfen hat. Aber nicht nur ihm, sondern auch den Bauern. Eben, weil er sich von der breiten Masse abgehoben hat. Und so ist er, sagen wir, mit den Bauern auch im Allgäu, sagen wir, strukturell vielleicht noch ein bisschen kleiner als hier, aber auch selbst hier. Wir können ja nicht uns anmaßen, dass wir mit Betrieben in Nord- oder Ostdeutschland strukturmäßig mithalten können. Ja? Und deswegen müssen wir das, was wir hier tun, an die Region anpassen, an das, was wir haben. Ja? Aber ich möchte es nicht zu weit noch mal aussagen. Ja, das ist, also so etwas ist dann, wäre wirklich wieder nochmal ein eigener Podcast, dieses Marken oder Marketing, das ist ja ein ganz moderner Begriff, ja. Diese Geschichte, wie man sozusagen werteorientiert vermarktet, also dass das wirklich ankommt und auch bezahlt wird. Dass das einfach ein bäuerliches Produkt wesentlich mehr wert ist, als wie diese billige Massenware. Ja? Ja. Und mit solchen Problemen kämpfen im Prinzip alle, die Handel betreiben. Nochmal, das ist ja auch so wichtig, dass man aus der landwirtschaftlichen Blase rauskommt. Weil das ist zum Beispiel so ein Glaubenssatz. Michael, über das haben wir jetzt noch gar nicht geredet, wenn ich da gesagt habe, desaströse Glaubenssätze, das habe ich auch, wenn ich in der Landwirtschaft schul war, habe ich das auch geglaubt. Ich muss die Milch billiger erzeugen. Ja. Ansonsten kann ich nicht überleben. Ja. So ein Blödsinn. Ja, also diese 10 Punkte, die schreibe ich auf jeden Fall noch unten rein in diese Shownotes und ich glaube da an den... Ja, du kannst schon den Link reintun. Also. Ja. Genau. Nee, das machen wir. Super. Ja. Okay. Alles. Ja, jetzt haben wir eineinhalb Stunden, aber ich glaube, du wirst eineinhalb Stunden wird dir jetzt da keiner dem Podcast folgen. Das muss schon irgendwie zusammenschneiden. Ja, jetzt guck mal. Ja, wir haben es leider nicht geschafft, einen sauberen Schluss hinzubekommen. Deshalb hier nochmal kurz was im Nachspann und auch auf dem Weg nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Alois für diese
spannende Podcast-Folge, für das hochinteressante Gespräch und die Impulse. Also hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Was ihr auch sicher bemerkt habt, schon beim Intro heute ganz neu und auch das Outro wird anders werden. Und da wäre ich euch wirklich extrem dankbar, wenn ihr uns dazu ein klares Feedback geben könntet. Also wirklich auch melden, gefällt euch das besser, gefällt euch das alte besser, weil es vielleicht auch ein Stück weit moderner ist als das hier. Aber ja, wir wollten es einfach mal probieren, weil es gerade sehr gut zu der heutigen Folge gepasst hat, zum Thema Bäuerlichkeit. Entnommen sind die beiden Lieder, das Hohenloher Bauernlied und die Hohenloher Ballade, einer CD von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft. Ist schon ein paar Jahre alt, war hier ein Open-Air-Konzert. Deshalb auch ganz herzliches Dankeschön an die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft und an den Musiker Klaus Franz, die uns beide die Freigabe erteilt haben, ohne dass ich dafür was bezahlen muss, das hier verwenden zu dürfen. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns wirklich über ehrliches Feedback, positiv wie negativ, damit wir das dann anpassen können für die weiteren Folgen. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag und natürlich eine fruchtbare Woche. Aber das kommt jetzt auch nochmal im Nachspann. Euer Michel. Ciao. Das war's schon wieder für heute. Danke, dass du dabei warst bei Boden und Leben, dem Podcast rund um 20 Zentimeter, die die Welt ernähren. Wenn du mehr über mich, uns als Familie und unseren Betrieb erfahren möchtest, dann abonniere diesen Podcast, folge mir auf Instagram unter michael.reber und abonniere unseren YouTube-Kanal Innovative Landwirtschaft Reber, @michael.reber. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine fruchtbare Woche.